Moin, meine Lieben, heute ist Ostern und ich nehme euch sechs neue Stücke auf von ganz unterschiedlichen Interpretinnen und Interpreten. Darunter ist Nightwish wieder mal dabei. Amira, für mich ganz neu, ich kenne sie noch gar nicht. Ein Stück von Dimash, das ihr euch so sehr gewünscht habt. Wieder Marcellito und ein Tamino, kenne ich noch nicht. Und Luis Charbonnel, glaube ich. Werden wir sehen. Ich habe diese Stücke alle noch nie gehört, werde sie jetzt zum ersten Mal vor euch, vor diese Kamera hören und bin schon sehr froh. Wer dieses Format cool findet, gerne abonnieren, da wäre ich euch sehr, sehr dankbar. So können wir auch die Verbreitung von so vielen tollen Leuten unterstützen. Jetzt geht's aber gleich los mit Nightwish, ein Querformat. Tribal. Das ist ja mal ein starker Anfang, richtig schön. Die Anfangstöne erinnern mich so ein bisschen an Phantom der Oper, ne? Etwas von der Melodie. Was mich hier ganz besonders gut gefällt, was ich von Nightwish noch nicht so in dieser Form gehört habe, dieses Spiel mit den Dissonanzen, dass da wirklich so Töne kommen, die da sehr, sehr unerwartet sind. Das gefällt mir ja sowieso beim Heavy Metal, dass es nicht einfach immer nur dieselben vier Akkorde sind, sondern dass es mal richtig schön auch in die Tiefe geht, was Harmonien angeht und dieses Extreme und sie hat die Power und trotzdem diese positive Energie. Es kommen schöne Erinnerungen hoch von der Zeit, wo ich so viele Nightwish-Videos gedreht habe. Ich habe mich nicht verguckt, sie ist schwanger, oder? Voll krass, so schön. Oder? Nee, das muss man dann irgendwie stoppen, weil ich das gesagt habe. Thank you.
Okay, ich bin hier gerade am Rätseln, worum es hier wirklich geht. Also ist das so eine Art Vergangenheitsvision und irgendwelche Flüche, die da sind? Vielleicht kann man das ja mal hier scrollen, ob man das sieht. Tribal captured from our human. Okay, also jetzt, ich sehe jetzt hier keinen direkten Text. Ah ja, 10.000 Tales for the curious kind. Bazaar of Heavens for a Hive Mind. Abraham cut into three. Man found gods and began to preach. Suffering, love, faith, love, suffering. Smile to elders like a good doll. Repent, accent, separate yourself. Suck the orate tongue. Was ist orate? Muss ich mal googeln. Irgendwas mit Aura. Sing the praise of your creation. Bright prices, thought crimes, blind mind, the world's heights, vivid monsters, too bad the tribal itch. Also das ist nicht ganz, ganz konkret, was jetzt hier passiert. Wir brauchen schon sehr, sehr viel Fantasie und Interpretation. Da muss man doch noch mal ganz genau überlegen. Weiter geht's. Ja, wow, das kennen wir ja schon von Nightwish, dass da manche Stücke so eben so unkonkret zu fassen sind. Aber was ist da? Irgendwas sah ich dann an ihrem Bauch? Das sah einmal so aus, als hätte sie einen Bauch, aber das checke ich jetzt überhaupt nicht. So, hä? Das muss ich mal recherchieren hier. Hier, hier, hier. Das ist doch ein Bauch. Wie kann man, wenn man schwanger ist, so eine Power dann auch noch geben? Also das muss schon ganz schön, das ist schon ganz schön anstrengend, ne? So auf der Bühne. Ich wollte euch gerade sagen, ich finde das ganz spannend, diese Mischung aus diesen geraden Tönen, aber dann diese Koloraturen würde man eher in der Klasse Verzierungen der Stimme und dass die Verzierungen, die sie macht, so genau sind, das ist auch ganz schön so zu hören. Ja, aber ich war eben so irritiert, so ich dachte so, ich habe mich doch verguckt, das kann nicht sein. Und dann war sie wieder in diesem normalen Kostüm drin. Also es ist wahrscheinlich die Musik, die Stimme von dem Konzert, wo sie nicht schwanger ist oder so. Es ist ja ein Take und dann ist das so eingefügt. Genau. Okay, jetzt muss ich mir überlegen, wie ich diesen Film schneide, aber wenn ihr das guckt, habt ihr das ja schon gesehen. Okay, ich freue mich schon auf das nächste Video. Als nächstes kommt Amira, die scheint sehr, sehr jung zu sein. Ich bin gespannt auf ihre Stimme. Bleibt dran und bis dahin schöne Grüße aus der Hansestadt Lübeck.